Worauf wartest du, Junge? Okay, wir starten ja schon. Aktivieren. Oh oh. Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt, wie erwartet, und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut, denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Was? Was? Nein! Was? Zwei! Was? Du willst mich verarschen! Du willst mich verarschen! Das kann nicht sein! Das kann doch nicht wahr sein! Alter! Nein! Oh, scheiße! Alter! Nein! Alter, das ist doch... Alter, so eine Scheiße! Oh, nein! So, brenn! Was? Fuck, Mann! Scheiße! Mann! Oh, Alter, das... Wie? Oh, Scheiße! So, ich brauch mal einen Moment. Wie soll man das... Fick dich! Boah, Entschuldigung. Nein! Alter, wie viele? Sind das wirklich nur zwei? Nur, vor allem nur. Komm schon mit einem nicht klar. Komm mal du auf dein Leben klar. Alter, ich kann nicht mehr. Oh, Junge! Au! Oder was lieber? Oh, Scheiße, das wird knapp. Wir müssen da an den Automaten. Scheiße. Können wir das eben schnell machen? Scheiße, Mann. Ah, komm. So, ich glaube, wir brauchen die wärmesuchenden Raketen gleich. Oh, fuck, Mann. Oh, Scheiße, das war blöd. So. Bist du? Ja, die erste ist aus dem Weg. So, wir brauchen die wärmesuchende. Scheiße, es wird knapp. Das wird verdammt knapp. So. Ja. Beeilung jetzt. Die Quarantänekammer wartet auf dich. Geh rein. Sinclair. Du weißt schon. Du weißt es. Alter. Ja, wir gehen gleich rein. Alter, wir haben zwei Big Sisters. Worauf wartest du, Junge? Junge! Wir machen das, wie ich jetzt will. Okay? Lass mich einfach. Oh, ich muss erstmal auf mein Leben wieder klarkommen. Hier. So. Oh, Alter, zwei Big Sisters. Dein Signal reißt ab, Junge! Ich sehe und höre nichts! Was? Irgendwas in dem Raum blockt mich ab! Eleanor. Sieh sie dir an, Delta. Hä? 10 Jahre und immer noch träumt sie von dir. Noch 50 Sekunden. Weißt du, warum Eleanor dich hergeholt hat? Sie wollte einen Vater. Sie hat einen Weg gefunden, dich wiederherzustellen. Körperlich und geistig. Was? Was? Und sie hat dich ständig beobachtet. Und sie vergötterte dich für jede deiner Taten. Das Mädchen da auf diesem Bett ist nun nicht mehr meine Tochter. Auch nicht mein Lebenswerk. Sie ist ein Monster, geformt alleine durch Alter. Dich.
wie sie es immer wollte. Noch 20 Sekunden. Was? Aber ein Detail der Bindung zwischen euch ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Dein Körper ist darauf ausgelegt, ins Koma zu fallen, wenn ihr Herz aufhört zu schlagen. Nein. Eleanor. Nein. 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 Das kannst du nicht. Das kannst du ihr nicht antun. Nein. Sein Körper stellt jetzt seine Funktionen ein, auf natürliche Art. Aber wenn er an einem Trauma stirbt, taucht er irgendwo wieder auf. Was? Höchste Sicherheitsstufe zu jeder Zeit. Was? Niemand betritt diesen Raum, bevor er gestorben ist. Wo bin ich? Nein. Nein. Oh. Vater, ich bin es, Eleanor. Was? Es tut mir so leid. Mutter hat mein Herz angehalten, lange genug, um unsere Bindung aufzulösen. In meiner Nähe zu bleiben, rettet dich nicht mehr vor dem Tod. Oder noch Schlimmerem. Aber ich kann dir trotzdem helfen, zu entkommen. Diese Little Sister hat etwas für dich, das dir erlaubt, sie unter deine Kontrolle zu bringen. Du hast nun die Kontrolle über eine Little Sister. Du kannst nun Luftschächte benutzen und Adam von Leichen ernten. Ich weiß, das fühlt sich seltsam an, Vater. Aber du kannst jetzt durch ihre Augen sehen und ihr sagen, wohin sie gehen soll. So habe ich dich zurückgeholt, ohne dass Mutter etwas gemerkt hat. So, jetzt musst du erstmal hier raus. Alter. So sieht also eine Little Sister alles. Kriech durch die Schleuse da. Ja. Hetz mich nicht. Ich will mich nur mal umschauen. Alter, wie das hier aussieht. Und das erkennt man gar nicht. Okay. Durch den Luftraumschacht. Ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt echt gespannt. Also, von Mutters Büro aus kann man diese Kammern entriegeln, in denen sie uns festhält. Finde einen Weg, um da reinzukommen. Oh, Wasser. Ach, wie schön. Wow. Wow. Huch, so. Da liegt sie wieder. Ah, wir wurden so verarscht, aber das war ja irgendwie klar. Da ist das Büro. Na. Rosenblätter. Nur wissen wir leider, dass es keine Rosenblätter in Wirklichkeit sind, sondern sehr wahrscheinlich Blut. Ich bin mal gespannt, wie die Leichen aussehen für die. Wie ein Engel? Büro von. Die Musik ist auch gerade wunderschön. Du bist drin. Da sollte irgendwo ein Hebel sein. Zieh ihn, dann werden unsere Zellen entriegelt. Alter, wie sie aussieht. Achtung! Augustus Sinclair wurde in dieser Einrichtung gesehen. Er wird versuchen, zu Subject Delta zu gelangen. Alle familiären Pflichten sind ausgesetzt, bis er gefunden ist. Jetzt suchen sie natürlich auch nach Sinclair. Okay, wir gucken uns noch hier mal kurz um. Oh, Besuchsverweigerung. Sophia. Je näher Delta kommt, desto mehr verändert sich Eleanor. Im Schlaf murmelt sie etwas, das sie Stationen seines Aufenthalts hier miterlebt hätte. Sie beginnt sich der moralischen Konditionierung zu widersetzen. Eleanors Bindung an Delta verwandelt die Tochter des Volkes zurück in ein rebellisches Kind, dessen Stimme ich nicht erkenne. Schlimmer noch. Ich habe den Verdacht, Eleanor hat etwas mit Deltas Rückkehr zu tun.
Ich fürchte, um sie zu trennen, muss ich Maßnahmen ergreifen, die ich mir selbst nicht verzeihen kann. Ja, das haben wir ja eben schon gesehen. Zu was diese Bestie, ich nenne sie jetzt einfach mal Bestie, fähig ist. Das wird sie doch merken, wenn wir das jetzt umlegen, oder? Benutze den Sicherheitsfreigabe. Was Mutter mit mir gemacht hat, hat mich sehr geschwächt. Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen. Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen. Um endlich auch so stark zu sein wie du. Von hier solltest du die Teile eines Big Sister Anzugs finden können. Bitte, bring sie mir. Nein. Ich will mal ganz kurz gucken, sind jetzt alle Türen hier offen? Ach so. Ich will mal ganz kurz nochmal hier hinten mich umschauen. Wir wollen die doch jetzt nicht zu einer Big Sister machen. Alter. Okay, die Türen sind ja jetzt alle offen. Sie ist noch zu schwach. Aber hier kommen wir doch jetzt auch... Ja. Eleanor. Du bist geschwächt. Wie das hier aussieht. Nicht sehr glücklich, diese Little Sisters. Ein Klo? Okay. So viel dazu. Ein umgedrehtes Haus. Hm. Oh. Ja. Nanu? Oh, schade, dass wir das nicht abspielen können. Wobei das meistens in solchen Spielen sehr creepy ist. Sehr, sehr creepy. Ich will mich gerade nochmal... Oh, okay. Hier kommen wir nicht durch. Alter, diese Statue. So krass. Und hier? Nanu? Hallo? Jetzt sehen sie natürlich für uns aus wie normale Menschen. Aber gut, dass sie uns auch nicht angreifen gerade. Natürlich erst, wenn wir jemanden... Oh, Geld. Schön. Hallo? Ja. Natürlich erst, wenn wir eine Leiche ausbeuten würden. Da sind wir. Sollen wir jetzt... Ryans moralischer Antrieb war gesund. Er sah auf die Welt und behauptete einfach, das kann ich besser. Okay, wir gehen. Aber Utopia kann nicht vor dem Utopisten entstehen. Es wird in dem Moment entstehen, wo wir so weit sind, es zu erschaffen. Nicht als Ort, sondern als Volk. Ich muss das mal nebenbei erwähnen. Ich finde das gerade mega cool, dass wir echt gerade als Little Sister spielen können. Das aus der Perspektive mal zu sehen, alles ganz anders. Es wirkt so friedlich. Sogar das Büro hier. Wollen wir wissen, dass es das Büro einer Tyrannin ist. Oh. Oh. Verbandskasten. Wir sehen aber gerade gar nicht mal, wie viel wir haben. Oh. Nanu. Halle. Was? Daddy mit Gilbert. Ah, oh. Cool. Und hier? Was haben wir hier? Oh, da kommen wir nicht durch. Sehen diese Psychopathen das eigentlich auch hier alles so? Da wieder natürlich Blut. Ich schätze mir, wir kommen auch als Delta himself wieder hier rein. Und sehen dann, wie das aussieht. Ah. Okay, eine Leiche. Ein Engel. Nochmal hier kurz umschauen. Hierher. Was? Ich kann dir helfen. Ja. Ah, ah. Oh. Alter. Okay. Wir dürfen nur nicht angegriffen werden. Wenn wir jetzt aber... Oh. Schön. Der Big Daddy, Freund und Helfer. Wenn wir da jetzt
den Engel ausmachen? Hier ist ein Teil des Anzugs, Horta. Bitte finde die restlichen und bring sie mir. Okay, warte. Wie wär's, wenn wir jetzt erstmal den Engel... ja, ihr wisst schon, die Leiche ausbeuten. Wie verblendet diese Little Sisters sind. Natürlich würde ich, wenn ich mein ganzes Leben jetzt so sehen würde, dann würde ich natürlich denken, es wäre alles friedlich. Oh, Scheiße. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht angegriffen. Aber wir konnten Adam sammeln. Immerhin. Eigentlich ganz schön so. Aber wir wissen, wie die Realität aussieht. Verdammt. Da sitzt wieder er. Psychopathen überall. Daddy meets Aunt Gracie. Ach, das ist die Gracie. Ach, sieh mal eine an. Und weiter geht's. Oh, schön. 10 Jahre, Vater. Gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Mal sehen, wo wir jetzt hier rauskommen. Oh. Ja, gut. So, Geld? Hallo? Geld? Geld? Und wir sehen schon ein weiterer Engel. Okay. Hallo. Nein, ich habe kein Adam gesammelt. Natürlich, Spielzeughaie, obwohl das natürlich tote Fische sind. Das Bild. Every day is Daddy's Day. Das wird wahrscheinlich in Wirklichkeit auch so aussehen. Nanu. Und hier haben wir... Oh. Was? Da, der Hell. Daddy meets Uncle Stanley. Wir haben gesehen, was in Wirklichkeit da ist. Wer singt denn da? Das ist schön. Angel. Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Hallo? Sie beobachten uns. Ich würde jetzt mal hier in dem Raum nicht den Engel ausbeuten. Ich glaube, dann greifen die uns an. Always safe with Daddy. Nanu. Oh, da kommen wir nicht rein. Nanu. Drei Teile gefunden. Okay. Ich will mal sagen, wie das weitergeht. Heidi Hole. Sehen wir uns in der nächsten Folge von Bioshock 2. Bis dann. Ciao.